Ja, endlich ist es soweit. Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Breath of the Wild. Endlich mit dem zweiten DLC-Pack. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wow, nach so langer Zeit, auch selbst wenn ein kleiner Überraschungspart zwischengestreut wurde, ihr erinnert euch, freue ich mich jetzt echt sehr mit euch hier. Die Ballade der Recken, Mann, ist das geil, aber lesen wir erstmal vor. So, die Ballade der Recken. Du kannst dich einer neuen Herausforderung mit Bezug zu den Recken stellen. Nachdem du die vier Titanen zurückerobert hast, was ich schon lange habe, kehre noch einmal zum Schrein des Lebens zu dem und dem Podest, auf dem du den Schickerstein gefunden hast, zurück. Okay, das ist eine Sache. Und hier, Gerüchte über Schätze. Es gibt 9 Ausrüstungsgegenstände zu finden, zum Beispiel die Ausrüstung der Leibwache oder Ravios Mütze, sowie weitere Gegenstände, die von Figuren aus der Legend of Zelda inspiriert wurden. Yeah! Es sollen Hinweise zu diesen Gegenständen beim Stall am Fluss und den Aelia-Dorfruinen geben. Okay, und es geht noch weiter. Antike Pferdeausrüstung. Ein antiker Sattel, der es ermöglicht, Pferde herbeizupfeifen, egal wie weit entfernt sie sind. Sehr geil! Das dazugehörige antike Zaumzeug erlaubt dir außerdem, dein Pferd häufiger galoppieren zu lassen. Am Stall der Hochebene soll es ein Buch über diese Gegenstände geben. Okay, und hier ist schon wieder dann Paket 1. Alles klar, also ja, ist wieder schon eine Information. Und Credits? Credits? Was sind für Credits? Ach, vom Erweiterungspass die Credits, okay. Ach, guck mal. Kann ich die jetzt nur hier abrufen oder kann ich die auch später abrufen? Ich kann hier selber alles machen. Okay, war das beim ersten Mal auch schon dabei? Weiß ich gar nicht, bestimmt, oder? So, ich hoffe, das kann ich mir nochmal im Endeffekt nochmal angucken. Jetzt erstmal nicht. Wenn ich nicht anfange mit Credits anfangen, ne? Nee. Okay, aber da. DLC-Version 3.0. Sehr schön. Vielleicht kann ich auch hier die Credits mehr angucken, war später. Aber okay, DLC erworben. Leute, es geht weiter los hier mit meinem Spielstand, wo ich tatsächlich, ich war wieder ein bisschen unterwegs, habe ich ja beim letzten Mal erzählt, was ich noch plane, aber davon habe ich leider nicht so viel mehr schaffen können, Stichpunkt Sternfragmente sammeln tatsächlich, aber ansonsten ist alles beim Alten. Wir hatten ja durch diesen einen überraschenden Bonuspart, konnte ich ja schon viel erzählen, was ich gemacht habe, also kann ich mir heute ein bisschen sparen davon, geil, aber ich bin gerade in der Arena und mal gucken, was jetzt gleich passiert am Anfang, was irgendwie jetzt diese neuen Quests einleiten wird, mal gucken. Mal gucken, jetzt geht's los. Okay. Ah. Link. 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 Ich habe jeden Schritt deiner Reise verfolgt. Du hast wahrlich Großes vollbracht. Ruta. Und Rudania. Medo. Und Naboris. Es ist dir gelungen, alle Titanen zu erlösen. Doch, so stark du nun auch bist, in dir schlummern noch weit größere Kräfte. Begib dich zum Schrein des Lebens und setze den Schickerstein dort in das Podest ein. Aha! Okay, sehr krass. Alter, ein neues Hauptziel, die Ballade der Recken. Das ist ja ein Hauptziel? Nicht nur einfach so eine Nebenquest, okay. Und da kommen die Nebenaufgaben. Antikes fürs Pferd. Alles klar, und jetzt kommen sie. Die Leibwache. Oh, ist das schön. Leute, wir haben wieder mehr zu tun. Sehr nice. Die Mütze des Händlers. Ach, herrlich. Herrlich. Das finde ich herrlich. Was macht man jetzt als erstes? Blaues Windgewand. Och, Mensch. Die ganzen Gegenstände. Helm des Usurpators. Alter, geil. Ja. Santo. Und Rüstung des Bösen. Die haben wir doch schon, oder? Oh Gott. Boah. Okay, hier wäre richtig viel. Richtig krass. Sehr schön. Was machen wir jetzt zuerst? Was machen wir denn jetzt zuerst? Vor allem eine neue... Oh, 90 Nebenaufgaben sind es dann, letztendlich. Okay, hier schön, dann seht ihr nochmal Erweiterungspack, DLC Paket 2. So, im Hintergrund. Okay, Rüstung des Bösen. Mit was fängt man? Fange ich mit den... Mit der Hauptquest an? Ich bin gegangen und Hauptziele abgeschlossen. 14 von 20? Und das ist auch neu, ne? Bei den Hauptzielen gab es ja am Anfang keinen abgeschlossenen Counter. Das ist ja interessant. Okay, hier haben wir immer noch 42 von 42. Alter. Und hier... Es gibt neue Erinnerungen. Oh, ist das geil? Oder warte mal, oder war bei... Doch, bei denen hier gab es keinen abgeschlossenen, ob man alle Erinnerungen hatte, oder? Oder weiß ich gar nicht. Alter, auf jeden Fall fehlen hier neue Erinnerungen. Oh, ist das toll. Leute, es wird wieder richtig herrlich. Sehr, sehr nice. Okay, was machen wir als erstes? Ha? Warte mal, Gerüchteküche extra 3, 4, 2, 2. Ein bisschen komisch hier sortiert, war. Wo ist denn Gerüchteküche 1?
Oder warte mal, waren das hier vorhin andere Sachen? Ach ja, hier sind hier zwei und sowas, okay. Ja, was machen wir jetzt als erstes, Leute? Ich weiß ja, also hier ist ja klar, Hauptziel, was wir machen sollen. Abgesehen vom Besiege Ganon. Sollen wir wieder zum Schrein des Lebens, also da, wo das Abenteuer begann, sollen wir wieder zurück? Ist okay, aber ich bin auch so neugierig für die neuen Sachen, aber eigentlich auch auf die Hauptquest. Vielleicht mache ich die Nebenquests erst alle zum Schluss. Und ich glaube, ich gehe direkt erstmal. Erstmal müsste ich mich wieder ausrüsten. Ich gehe zurück, glaube ich, zum. Ja, hier muss ich auch hin. So, wo komme ich denn hier hin jetzt? Ich habe Angst. Ich gehe einfach mal hin. Obwohl, warte mal, falls irgendeine Cutscene hinkommt oder sowas, will ich mal ganz schnell mir nochmal mich umziehen. Oder zumindest halt mir bessere Sachen hier geben, die ein bisschen cooler aussehen, ne? Bis ich ein bisschen cooler wieder rumrenne. So, und ablegen. Da finde ich immer richtig nice. Sehr nice. Und ja, wie gesagt, kurz gesagt, es hat sich nicht mehr viel ergeben. Ich habe nicht mehr so viel Neues getan. Seit dem letzten Mal. Es fehlen halt immer noch die Amiibo-Rüstungen. Fehlen immer noch, dass ich die auf Stufe 4 kriege. Und da habe ich immer noch wirklich leider dann doch nicht die Motivation gefunden, die alle offscreen zu sammeln. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass im DLC wieder eine bessere Möglichkeit besteht, die Dinger zu farmen, weil das ist oberlange, ja. Und das ist halt sehr demotivierend. Aber, naja, wie mein Status aussieht, habe ich euch erzählt, war ja schon im Part davor, ne? Wer jetzt sich denkt, was hast du denn all die Macht? Ein Part vorschalten, Leute, da erkläre ich nochmal ein bisschen was. Und deswegen, ich mache jetzt einfach mal, ich will wissen, was die Ballade der Recken für eine Story ist. Irgendwie, und warum soll ich, und warum ich dafür wieder hierher soll, zum Schrein des Lebens, ist auch sehr übel. Okay, das hier ja nicht, ne? Dann macht ihr die Tür auf. Ich glaube, sie meint was anderes. Da, der Krog. Okay. Na, wie cool wir auch aus mit den Klamotten. Okay. Ja, hier muss ich dir das wohl machen. Warte mal, sieht der Raum... Der Raum sieht anders aus, oder? Oder warte, Unblick ist bescheuert. Warte mal. War der Raum nicht vorher rund? Ich habe keine Ahnung, vielleicht... Ich war hier schon lange nicht mehr, vielleicht bringst du da durcheinander. Aber mir war so, dass der... Also der Raum ist noch normal, aber der Raum hier war doch viel größer und der war rund. Egal. Ist egal, Leute, was die hier für Unterschiede gemacht haben. Kann ich nicht sagen, ich werde auf jeden Fall erstmal hier untersuchen. Schickerstein und Träger erkannt. Pilotenprüfung wird initialisiert. Pilotenprüfung? Also, aufzusuchende Orte wurden auf der Karte vermerkt. Pilotenprüfung? Ey, stimmt, alle Recken waren ja Piloten, aber warum eigentlich wir nie? Weil, okay, es gab nur 4 Titanen, okay, ne? Aber, Alter, aufzusuchende Orte, alles klar? Was soll ich tun? Okay, was ist das? Die Prüfung beginnt mit Aufnahme des Schwertes. Das ist ein Schwert? Was ist das denn? Okay, wir haben ein bisschen was erledigt. Neuer Eintrag. Das ist ein Schwert? Ich bin der Priester Mitsukoshiya, so höre, der du den Titanen zu steuern wünschst. Dieses Ziel zu erreichen erfordert große Hingabe. Diese Waffe besiegt Gegner mit nur einem Streich, doch auch ihr Träger wird mit nur einem Schlag besiegt. Und verstehe, du kannst diese Fähigkeit innerhalb einer bestimmten Zeit nur zweimal einsetzen, wenn die Waffe leuchtet. Nach einer bestimmten Zeit erhält die Waffe für ihr Leuchten und damit auch ihre besondere Fähigkeit zurück. Gehe zu den 4 markierten Orten auf dem vergessenen Plateau. Oh nein, klingt das danach, als ob ich damit jetzt irgendwelche Viecher besiegen muss, die da sind. Ja, besiege alle Monster dort, um deine Stärke unter Beweis zu stellen. Oh, das war so klar. Alter, das ist ja... Mensch, hat er überhaupt nicht gerechnet. Wenn du dich nicht bereit fühlst, verlasse dieses Plateau. Die Waffe kehrt dann hierher zurück und die Prüfung endet. Okay. Okay. Alter, der Zerstörer! Alter, unendlich! Diese Waffe besiegt Gegner mit nur einem Schlag. Doch auch für ihren Träger bedeutet ein Treffer das Ende. Nach 2 Treffern in Folge verliert sie ihre Fähigkeit für kurze Zeit.
Ach du mein Gott, ey, wenn ich das Ding behalten kann, dann hätte ich ja quasi schon meine einfache Variante, um Sternfragmente zu farmen. Halt durch die, durch die Leunen. Wenn kriegst du mit dem Schlag down, ist doch geil. Okay. Ach da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, dass sie das so machen, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und wir sitzen in so einer Art, ja, in so einer Art Trainingsrealm, wa? Ich schätze mal, hier wird es keine Herzen geben. Kann ich eine andere Waffe benutzen? Das Ding sieht ja aus. Okay, nee, also ich denke mal, das ist so gewollt. Ich suche jetzt nicht irgendwie in Büschen oder so, ob ich mich irgendwie heilen kann. Das wird, glaube ich, sowieso nicht klappen. Aber krass, ey. So, ihr seht, ich habe ein Stückchen mehr Ausdauer als vorher. Aber ist ja nicht schlimm. So. Okay. Das Plateau verlassen kommt natürlich nicht in Frage. So, eventuell sollte ich jetzt mal wieder meine Minimap einstellen, ne? Weil die habe ich ja bisher immer ausgehabt, so ein bisschen. Wenn man denn beim Offscreen spielen... Alter, war das immer so ein bisschen schöner. Aber da ist wieder ein bisschen... Da es jetzt wieder ein bisschen krass wird, ne? Muss ich mal wieder ein bisschen gucken. So. Warte mal, wo war das nochmal? Genau, zack. Erstmal wieder zurücksetzen. Alles klar. So. Sehr schön. Genau, das sollte erstmal ein bisschen helfen. So, welcher Punkt ist denn jetzt am nächsten dran? Ja, eigentlich der hier im Wald. Okay, was könnte denn hier sein? Also der... Ist das auf jeden Fall nicht der Ivarok? Ne, der ist hier. Okay, besiege die Monster dort. Monster? Ja, wenn es mehrere sind, ich habe ja bloß zwei Schläge für Instant Kills. Ich guck einfach mal. Ich bin jetzt super gespannt. Was geht jetzt hier ab? Die war nicht so direkt gleich. Ich lande erstmal. So. Okay, sehe ich schon irgendwas? Ich sehe noch nichts. Genau, bestimmt genau hinter dem dicken Baum, ey. Oder oben drauf. Und es scheint keine anderen Gegner zu geben. Oder wie? Oh Gott, es speichert. Okay, was? Was ist hier los? Oder die spawnen erst, wenn ich hier irgendwo hingehe. Okay, warte mal. Okay, was ist hier los? Hier ist doch gar niemand. Oder täusche ich mich jetzt? Also ich bin jetzt an einem Punkt und ich soll hier... Oder soll ich die Waffe erst ziehen und dann kommen die? Nee. Okay, dort. Okay, gut. Habe ich eigentlich einen Bogen? Wenn ich einen Bogen habe, dann nehme ich natürlich den erstmal noch mir zunutze, ne? Weil ist ja klar. Weil ich auch inzwischen sehr viele Pfeile habe, muss man sagen. So, Instant Kill. Und, na komm her. Alter, fast Instant Kill. Oh Gott. Alter, verdammt, ey. Oh Gott. So, Freundchen. Ne, ich meine, warum nicht? Ich meine, warum denn nicht? Also jetzt mich auch alles einsammeln, ey, wow. So, ich habe halt genug Pfeile. Also, warum nicht? Okay. Alter, wie viel jetzt hier rumliegt. Okay, es waren noch nicht alle. Es waren immer noch nicht alle. Hier grunzt irgendwo noch einer rum. Bloß wo? So, der darf mich jetzt nicht wird überraschen hier. Instant Kill! Okay. Puh. Okay, der Punkt ist aber immer noch da. Das gefällt mir gar nicht. Vielleicht muss ich sogar einfach ein bisschen weiter rumgucken. Weil hier vielleicht noch mehr auftauchen. War der Baum schon immer da? Okay, das wäre aber schon eigentlich weit weg, ne? Vom eigentlichen Punkt. Aber ich weiß nicht. Ich verschaffe mir erstmal einen besseren Überblick. Das Schwert noch nicht einmal benutzt. Ist doch geil. Wow! Wow, wow, wow! Alter, ich wäre beinahe gegen die Stacheln gejumpt. Ohne Scheiß. Okay. Oh, shit. Okay, bei dir benutzt dieses Schwert. Definitiv. Definitiv! Alles klar. So. Nice. Okay. Gegen so eine Dicken, denn... Der ist bestimmt urlich nötig gewesen. Ich glaube, ich hätte ihn einfach runterschießen können. Und dann... Ein neuer Schrein. Alter, geil, es gibt neue Schreine, Menschenbogen. Okay, brauche ich nicht. Den kann ich hier drin lassen. Es gibt neue Schreine. Gibt es dann auch neue Abzeichen? Kann man wirklich beides jetzt auf maximal bringen? Sowohl Herzen als auch Ausdauer. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch gar keinen Dings. Vielleicht haben sie sich was anderes einfallen lassen dafür. Aber sehr, sehr krass. Okay, der Yoko-Banari-Tuta-Schrein. Okay.
Okay, Leute, da gehen wir einfach mal rein. Boah, ey, das ist so toll, Mann. Also ich bin total gehypt. Ich bin total auf 180. Ihr merkt es vielleicht so ein bisschen, ne? Aber, boah, ist das geil. So müssen die SC aussehen, oder nicht? So, okay. Wir sind gerade mal am Anfang, ne? Es heißt ja die Ballade der Recken. Was machen wir hier für Quatsch? Ich will die Recken sehen und sowas alles, aber dass sie noch so viel Feuer einbaut und mit diesem abgespaceden Schwert, ey, hätte ich auch nicht erwartet. So, jetzt aber erstmal den Schrein schaffen, ne? Und auch wieder nur mit einem Energiepunkt, was nicht so lustig ist, aber ja, komm, wird schon. Ich habe ja noch einen Schlag, habe ich ja noch, ne? Wenn jetzt irgendwie nur ein Battle kommt oder sowas, könnte ich ja ausrasten. Okay, na toll. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Yowaka Yoda. Im Namen der Göttin Hyrule sollst du geprüft werden. Okay, gut. Fingerspitzengefühl. Okay, das wirkt aber echt so, als ob ich hier dann noch so ein Ding bekomme. Noch ein weiteres Abzeichen. Zeichen der Bewährung. Okay, da ist der Knilch schon. Okay, und ob ich hier auch wieder alle Truhen finde oder ob es hier wieder auch eine Truhenmarkierung gibt? Ja, bestimmt. So, oh Gott, wie ich hier aufpassen muss, ey, weil ich ja sonst... Das wäre ich halt getroffen. Ich gucke mich erstmal um. Oh, die ganze Zeit am Rot blinken ist so hart. Okay, wartet mal. So, da ist jetzt ein Stacheltyp. Wow, da war das knapp. So. Okay, okay. Bloß. Na, ist das jetzt okay? Keine Ahnung. Alter. Okay, wow, wow, wow. Vorsicht. Da ist eine Truhe gewesen. Da ist eine Truhe. Weg ist die Truhe. Okay, das. Ah, nee, das ist. Doch, das ist eine Truhe, ne? Wie das aussieht. Ist die metallisch? Wartet mal. Ups. Das war falsch. Ich guck mal, ob die metallisch ist. Ja, ist sie. Aber ob ich die auch erreichen kann, ist eine andere Frage. Ach, die spawnt da einfach immer. Oh nee, das wird so nischt. Okay, aber ich weiß, ich muss die auffangen mit dem Teil hier. Und da muss auch eine Kugel rein und sowas. Also, okay, aber wartet mal. Ich versuche erstmal die aufzufangen. Das ist ja richtig geil. Wow. Aber wie cool ist das denn? Dass die echt immer noch neue Rätsel sich ausdenken können. Das ist sehr geil. Ach, verdammt. Okay, ist ein bisschen, ja, Fingerspitzengefühl tatsächlich, ne? Ey, das ist aber wirklich, wirklich toll. Allein jetzt schon. Okay. So. Übrigens, Leute, ne? Kann man jetzt auch mal sagen. Übrigens hat Nintendo ja mit Breath of the... Mann, mit Breath of the Wild übelst die Preise abgerollt. Ist auch Spiel des Jahres geworden von 2017. Ja... Dann war ja klar. So, wartet mal. Komm jetzt mal, die olle Truhe. Komm, komm, komm. Okay, ich hab sie. So. Wow, das war knapp. So, und ich weiß, ich muss den einen Ball, der da ist, der muss hier auch rennen. Aber erstmal. Ja, was haben wir denn da? Es ist eine Bombe. Okay, Bombenpfeile. So, ich will auf jeden Fall alle Truhen hier mitnehmen, weil ich überprüfe dann auch gleich mal, ob es hier wieder die Markierung gibt. Die wäre mir ja wichtig. So. Okay, nein, nicht du da rein. Es muss die... Nein, nicht du, große Kugel, du nicht. So, die... Oh, guck mal, die Fette. Muss die Fette rein? Wartet mal, ich glaube, ja. Flop! Alter, nein! Okay, das war zu krass. Das war zu krass. Ich muss dann immer aufpassen. Ich muss dann ein bisschen langsamer agieren. Ah, ich glaube, die große Kugel muss da rein. Flop! Ah, verdammt. Okay, Moment, ein bisschen vielleicht zurücksetzen. Flop, die nicht. So, okay, komm rein. Flop! Okay. Erstmal hoch und jetzt wieder langsam. Hoch ein bisschen, ganz langsam zu mir. So. Oh Gott, noch ein bisschen höher. Okay, weil die Aussparung hier sieht sehr fett aus, deswegen. Nur deswegen. So. Okay. Kann also komplett falsch liegen, aber... Alter, hast du überhaupt jemals so eine große Kugel? Ich glaube nicht, ne? Flop. Alter. Okay, gut. Noch eine weitere Truhe. Aber da kam ja auch noch eine kleine Kugel raus. Ist die jetzt nur zur Verwirrung da? Oder, halt, hat die auch noch irgendwo ihren Slot, ne? Inchin-Bogen. Okay, da weil ich die Truhe haben will, ne, schmeiße ich erstmal einen Bogen weg. Wer ist denn hier mein Schwert? Ich habe nur 5er-Schussbögen, ey. Ja, komm, ich werfe mir den hier weg. So. Gerudo-Bogen. So, okay. Alles klar. Dann, oder warte mal, oder muss ich die kleine Kugel mit da nach hinten nehmen? Das kann natürlich auch sein. Oh, okay, also, ich hoffe, wir haben dadurch jetzt hier erstmal alle Truhen. Oh, wartet mal, hier ist eine Leiter. Hier ist eine Leiter. Okay, bloß, wofür? Falls ich hier runterfalle, oder wie?
Falls ich hier runterfall. Oder einfach zum besser fangen. Dann geht's einfach noch um die Ecke. Ich muss mal gucken. Alter, verdammt, ey, jetzt darf ich bloß nicht killen. Geht's hier irgendwo hin? Nee. Okay, das ist wohl irgendwie bloß so ein Safe-Spot. Falls man... Oh Gott. Renn, Link! Renn! Falls man hier irgendwie runterfällt. Okay, gut. Alles klar. So, Juni. Hier waren... Nee, ich müsste, glaube ich, echt diese kleine Kugel soll noch mitkommen. Bloß wohin soll sie? Erstmal eincashen. Zack, eingecashed. Okay. Ja. Oh, da hat das Nintendo einen noch mit so viel Content jetzt noch beliefert, ey. Also, was heißt so viel? Ich weiß, ich bin noch im ersten Part des DLC Pack 2. Ist ja okay. Immer Ruhe bewahren, ne? Immer die Kirche im Dorf lassen und sowas, alles, ich weiß. Aber ich bin einfach schon so gehypt, Mann. Keine Ahnung dafür. Das ist so krass. So, okay, hier kann ich ganz bequem hochlaufen. So, dann will ich auch erstmal das Ding hier einfach abstellen. Warte mal, noch nicht so. So. Okay, alles klar. Und jetzt wieder ein bisschen besser hier rumlaufen. Oh Gott. Oh Gott. Schnell, Link, schnell, 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 schnell. Okay, perfekt. So, oh Gott, ey. Gut, haben wir den ersten Schrein erledigt. Und ich bin gespannt. Aber eigentlich, ey, komm. Ich krieg da bestimmt noch ein neues Bewährungsabzeichen. Dann kann ich meine Ausdauer doch voll machen. Obwohl ich die Herzen, ihr wisst ja, ich habe mich ja entschieden, die Herzen voll zu machen, weil es einfach besser aussieht, weil man die permanent sieht. Ich wiederhole mich gerne. Ich finde es schöner. Aber... Natürlich hätte ich auch nichts gegen mehr Ausdauer, ne? So, Kumpel, wir haben's. Gibt's ja halt echt noch mehr Mönche. Obwohl sie schon gesagt haben, ich bin der Letzte oder wir alle Mönche haben unsere Pflicht ertan. Ja, ja. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Ey, also echt jetzt? Sag bloß. Im Namen der Göttin verleihe ich dir dieser Zeichen dieser Bewährung. Ja! Alter, geil. Also, ja, hier sind ja anscheinend 4 Schreine. Sind ja so hier, ne? Ja, dann kann ich mir schon sichern, ich krieg auf jeden Fall einen Boost. Sehr nice. Boah, wir sehen so cool einfach aus. Zeichen der Bewährung. Oh Leute, ich freue mich gerade so. Ich weiß nicht, ihr müsstet mich jetzt einfach mal sehen. Ich bin so am Grinsen. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge dir Gott in Heimul dabei stehen. Nur am Grinsen die ganze Zeit. Es ist einfach so toll. Es wird jetzt nochmal richtig krasser Content. Oh, so toll, ey, so schön. Ja, erster Schrein, alles klar. Noch echt nochmal ein Zeichen der Bewährung nochmal schon aufgelistet. Es ist so herrlich. Aber an sich heißt es denn aber, dass es echt noch 12 Schreine gibt? Ne, weil ich brauche ja an sich 4 Bewährungen für einen Upgrade, ne? Und ich brauche halt noch, um die Ausdauer voll zu machen, brauche ich halt noch 3 Upgrades. Also 12 Zeichen der Bewährung. Keine Ahnung. Kann ich mich hier eigentlich wieder hin... Jetzt ist hier auch echt... Das ist jetzt hier... Das ist auch ein neuer Schrein zum Hinbeamen. Und er hat auch eine Truhe, alles klar. Also auch wieder schön drauf achten, dass ich neben den Namen immer eine kleine Truhe habe, weil das sehe ich auch so 100%. Oh, guck mal, apropos 100%! Ich habe gar nicht mehr 100%! Alter, wie krass! Ja, der zählt alles dazu, ne? Zählt alles dazu, ist ja klar. Leute, das ist total toll. Leute, ich bin so am Ausrasten. Der eine oder andere denkt bestimmt, was ist denn mit dir los? Krieg dich mal wieder ein, aber ich kann mich nicht mehr einkriegen. Ist doch geil. So, ich glaube, den zweiten Schrein werde ich nicht mehr schaffen, freizulegen. Aber ich gehe schon mal dahin und suche mir die ganzen Gegner und freue mir einen Ast. Dum, 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 dum. Oh, und ich hatte schon die 100%, Leute. Ne? Nicht jetzt gesagt von wegen, ich habe noch nicht 100% gespielt. Ne? Doch, ich weiß, es ist schon lange her, aber ich habe 100% gehabt. Bis zum DLC Nummer 2. Oh Mann, nee. Das ist so der Hammer. Weil dieses krasse Schwert und alles, ey, das ist so übel. So, okay, da unten ist dann das nächste. Ich glaube, die haben ja ein bisschen was verändert, ne? Weil auch dieser komische Baum, der da war, ich glaube, das ist alles jetzt... Na toll. Fledermäuse, kriegt die von hier abgeballert? Ich glaube eher nicht, ne? Und der fliegt so lange. Oh, es fliegen echt Fledermäuse rum. Verdammt, ey. Und? Boah, Alter, richtig viele getroffen. Haut ab. Haut schön ab, Alter. Wer ist hier Boss, ne? Okay. Alles klar, sie sind weg. Oh, ich muss aufpassen, weil ein Schrein ist auch dann wieder oben bei der Kälte. Da muss ich aufpassen. Einmal Kälteschock, gleich tot. So, okay, dann, die habe ich ja schon mal runter. Denke ich mal. Kann er mal vielleicht ein bisschen Rast machen hier beim Haus oder sowas? Darf ich was essen? Ich darf bestimmt was essen, bloß das Schwert wird das alles wieder runter reduzieren, denke ich mal.
Ich kann es ja mal probieren. Ich denke mal, das wird aber nicht springen. Ich probiere es einfach mal. Und, warte mal. Jupp, alles klar. Macht automatisch alles wieder runter. Fies, Mann. Aber okay. So, Leute, dann ich verstecke mich erstmal hier drinnen. Hab ein bisschen Angst, aber mit meinen mega krassen Pfeilen und Bögen fühle ich mich gut ausgestattet. Und dann, wenn irgendwie so ein finaler silberner Typ kommt, wird der einfach mit dem schicken Ding hier platt gemacht. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Breath of the Wild DLC Paket 2. Ciao.